Noch tragen sie viele. Ab 2. Februar heißt es dann Maskenpflicht AD, auch im öffentlichen Nahverkehr. In Hessen mussten die Fahrgäste lange darauf warten, länger als in anderen Bundesländern. Nachdem heute bekannt wird, dass die Maskenpflicht wegfällt, ist bei vielen Pendelnden die Erleichterung groß. Für mich heißt es eigentlich, dass man auch, finde ich, wieder ein Stück weit freier wird. Weil in der letzten Zeit durch die Maske finde ich, dass man schon ganz schön eingeschränkt wurde. Also es ist nachvollziehbar, weil es insgesamt ja die Inzidenz runtergegangen ist und die Gefahr damit reduziert ist. Wenn ich keine Lust habe, ziehe ich keine auf. Wenn ich denke, jetzt gehst du hier rein, es ist voll, dann setze ich eine auf. Auch unter den Fernreisenden rund um den Frankfurter Hauptbahnhof sind die meisten froh, endlich oben ohne verreisen zu dürfen. Also ich finde das eigentlich gut, weil mich stört es auf einer langen Fahrt, die ganze Zeit eine Maske zu tragen. Ich finde es eine gute Maßnahme, weil ja die Maskenpflicht fast schon überall eigentlich nicht mehr vorhanden ist. Man fliegt mit dem Flugzeug und braucht sie nicht tragen. Von daher finde ich das schon in Ordnung, jetzt damit zu schließen. Der hessische Sozialminister verteidigt heute noch einmal das Abwarten der Landesregierung in Sachen Maskenpflicht im ÖPNV. Hessen war ja eines der Länder, das die Isolationspflicht schon Ende letzten Jahres abgeschafft hat, weil wir sie nicht mehr für verhältnismäßig gehalten haben. Die Maskenpflicht ist ein verhältnismäßig deutlich geringerer Grundrechtseingriff und sie schützt eben auch vor allem Menschen, die besonders vulnerabel sind und vielleicht angewiesen sind auf Massenverkehrsmittel. Allerdings sehen wir jetzt, dass die Maskenpflicht auch im ÖPNV und im Fernverkehr so nicht mehr notwendig ist. Fast auf den Tag genau vor 2 Jahren, am 20. Januar 2021, wurden in Hessen die Corona-Regeln verschärft. Der Lockdown wurde verlängert, in öffentlichen Verkehrsmitteln waren nur noch medizinische Masken erlaubt. Seit ein paar Monaten viel diskutiert, ist die Maskenpflicht bald Schnee von gestern. Die beiden großen hessischen Nahverkehrsunternehmen NVV und RMV sind froh, dass es jetzt endlich eine einheitliche Entscheidung darüber gibt. Der Flickenteppich hat viele Menschen verwirrt, weil sie natürlich auch so präzise, wie wir das als Branchenkenner auseinanderhalten, Fernverkehr, Nahverkehr, das Otto-Normalverbraucher macht das nicht. Und dementsprechend hat der Flickenteppich eher zu Durcheinander geführt und am Ende natürlich auch zu Auseinandersetzungen. Auch der Frankfurter Virologe Martin Stürmer ist zufrieden, dass im hessischen ÖPNV bald alles wieder wie vor Corona laufen bzw. fahren soll. Ja, der öffentliche Personennahverkehr ist ja grundsätzlich immer so ein Motor von Infektionserkrankungen im Winter. Das ist bekannt und da sind wir vor der Pandemie auch relativ entspannt mit umgegangen. Jetzt haben wir mit SARS-CoV-2 eine Situation, wo es auch wieder deutlich entspannter ist. Insofern muss man natürlich irgendwann zur Normalität zurück. Sowohl Ministerium, Virologe und Verkehrsverbünde wiesen heute darauf hin, dass die Maskenpflicht zwar wegfällt, freiwillig dürfe sie aber natürlich weiter getragen werden.